Recording in progress. Den Knopf habe ich Sehr gerade gut. gedrückt. So, also Verstanden. einen wunderschönen guten Morgen, liebe Nancy. Guten Schön, Morgen, lieber dass das Micha. geklappt hat. Wir hatten noch nie die Ehre miteinander, haben aber schon ziemlich lange miteinander zu tun. Du bist seit der zweiten Volition regelmäßig mit uns da am Wirken. Das Thema, was du so zentral hast, ist immer die Heilung der deutschen Sprache. Dort machst du ganz, ganz viel. Telegram-Kanal aufgetischt zum Aufwachen wird von dir auch geleitet. Dort gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, was deutsche Sprache betrifft. Vor allem bist du da im Bereich der Umdeutung sehr aktiv. Also wir hatten gerade auch auf der letzten Volition in Mühlhausen dich ganz am Ende gehabt in der Vortragsreihe, ich nenne das mal so. Und es ist immer wieder bezeichnend, was man so alles ausgräbt, wenn man ein bisschen sucht und dann eben, ja, Dinge zutage fördert, die ganz eng mit der deutschen Sprache zusammenhängen. So da, das ist so das, wo du so ein bisschen herkommst. Ums Deutschtum. Ums Deutschtum, genau. Und William Towell war auch lange bei dir mit drin. Ich weiß nicht, machst du da überhaupt noch was bei ihm mit Übersetzungen? Aber auf jeden Fall, das letzte Mal war jetzt erst vor kurzem am 19.11. und Okay. am 30.07. Ja. Okay. Jetzt haben wir beide uns bei Falco getroffen am letzten Wochenende. Das war auch spannend. Das habe ich wieder spannend gesagt. Herzerfrischend, Ein schön, herzerfrischender, lustig, ein erregender, anregender Austausch, interessanter. Ja, erquickend, wunderbar. genau. Ja, ich wurde mir das abgewöhnt. Aber ich weiß gar nicht, ich habe Spannung, Ah, mag ich eigentlich. hier, gucke, der hier. Dazu hatten wir ja auch mal berichtet auf der letzten Ja, Volition, richtig, da fällt ne? mir dem was. Wenn wir Fred mit an Bord nehmen, das ist unser innerer Schweinehund, ne? Genau, Dann klingt oh. das viel einfacher. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Alles so. gut. War auch ein wunderschöner Abend, getaucht in verschiedenste Bereiche. Auch dort hast du über deutsche Sprache gesprochen. Das soll aber nicht unser Thema sein heute. Du machst noch was anderes und das ist etwas hat was mit einem Therapeutenportal zu tun. Es geht um die Veritas, nennt sich das so? Veritas Begleiter, genau. Veritas Begleitung, genau. Und das ist mir jetzt auch so erstmal so am Rand, habe ich da immer so ein bisschen was drüber gehört, ein bisschen was mitbekommen, aber darüber wollten wir eigentlich miteinander sprechen. Und Nancy, erzähl einfach mal, was dich bewogen hat, das zu machen, was das genau ist und was man dort bei dir erfahren kann. Das würde mich einfach mal ein Stück weit interessieren. Sehr, sehr gerne. 2021 war ein Jahr, das hat im Prinzip mein ganzes Leben verändert und wahrscheinlich auch das Leben vieler Menschen. In diesem Jahr habe ich kennengelernt, dass es überhaupt das Thema Bletchley Park gibt und dass der deutschen Sprache viele Wörter entnommen wurden. Und wir haben 2021 alle sehr, sehr viel mitgemacht. Und es kam dann eine Zeit, da fühlte ich mich dazu bewogen, auch etwas zu tun, aktiv zu tun. Das hatte ich vorher nicht getan. Habe viel über Bletchley Park berichtet, auch mit anderen zusammen, auch über die deutsche Sprache. Und im Zuge dessen, da kamen jeden Tag so ganz schlimme Nachrichten, ja, ich sage das Wort bewusst, unter anderem während dieser schwierigen Corona-Zeit, unter anderem auch, dass die Suizidzahl der Jugendlichen damals um 200% gestiegen ist. Ja. Das hat mich zutiefst erschüttert. Ja, wir viele lebten in einer Angst, in einer Unbewusstheit. Die hatten vielleicht nicht teilweise die Hintergrundkenntnisse wie wir. Und da ging mir ein Licht auf. Wir sind jetzt gerade, das große Erwachen kommt nicht auf uns zu. Wir sind mittendrin. Ja. Wir sind mittendrin und Tag für Tag wird es mehr Menschen bewusst, dass die Realität oder die Wirklichkeit, in der wir leben, nicht so ist, wie wir es gelernt haben von Anfang an. Und diese Erkenntnis kann zum Teil traumatisch sein. Es ist eine Weltbilderschütterung im wahrsten Sinne des Wortes auf verschiedenen Ebenen. Und um dem vorzubeugen, haben wir ein Therapeutenportal ins Leben gerufen. Mittlerweile, man wächst ja weiter, würde ich das als Veritas-Begleiterportal bezeichnen. Veritas bedeutet Wahrheit. Ja. Und wir schaffen ein Netzwerk von Menschen und Therapeuten, aber
Menschen, die mit ihrem Herzen dabei sind, für ihre Mitmenschen, die da sind in der Zeit, in denen sie anfangen, Fragen zu stellen, erwachen, in denen sie erkennen, dass die Dinge doch nicht so sind, wie sie es gemeint haben. Im Prinzip ein Schutz, sodass sie aufgefangen werden können, falls sie fallen sollten. Und die Grundidee war, ein Netzwerk bundesweit aufzubauen. Wir waren also mit dem Veritas-Begleiter-Seminar, dazu komme ich gleich, in ganz Deutschland unterwegs, im Norden, Süden, Osten und Westen und in Österreich und in der Schweiz, weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass wir nicht nur sprachlich miteinander versippt sind. Und es hat geklappt. Also wir haben jetzt in allen von den genannten Bereichen jetzt Veritas-Begleiter, die auch auf unserer Webseite, wir haben eine Webseite www.friedensprojekt.info, und auf dieser Webseite können Hilfesuchende Veritas-Begleiter bei sich in der Nähe finden. Die Veritas-Begleiter sind also nach Postleitzahlen dort aufgeführt, teilweise auch mit einem Kurzfilm, einem Vorstellungsfilm und nach den Themenbereichen, die sie anbieten, um ihre Mitmenschen zu helfen. So, jetzt habe ich gerade ganz viel gesagt. Hast du vielleicht eine Frage oder so? Also diese Veritas-Begleitung, das, was du jetzt erstmal eingangs beschrieben hast mit Realität und Wahrnehmung, das sind Prozesse, die kann ich absolut nachvollziehen, ganz einfach, weil das ist, glaube ich, so auch das Zentrale, wenn man jetzt einfach nur mal rausschaut, du brauchst ja nur rausgucken und ja, wenn man dir dann erklärt, ja, die Welt ist das und das und das und du stellst mit deiner eigenen Wahrnehmung fest, dass eben das und das und das nicht ganz so passt zu dem, was da gesagt wird. Das ist so eine Art ja, Realitätsverschiebung, möchte ich mal so nennen. Und das ist ein Prozess, der hat immer etwas mit dem Einzelnen erstmal zu tun. Ja? Also du kannst es nicht so in eine Verallgemeinerung reinstecken, sondern das trifft ja jeden von uns. Und jeder geht ja auf seine eigene Art und Weise damit um. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die in ihren Grundfesten erstmal erschüttert worden sind, ja, in verschiedensten Bereichen. Ja? Ob das jetzt deine Arbeit ist oder dein Wissen darüber, was du meinst, was das da draußen ist, die Erde, ja, oder dass du feststellst, hey, ich kann gar nicht mehr mit dem umgehen, was da gerade zurückkommt irgendwo, weil ja du auch dein Leben lang durch dieses System in irgendeiner Form durchgeführt worden bist, ja. Also ich glaube, die wenigsten da draußen haben vor der C-Zeit sich über Lichtwesen oder Akausalität Gedanken gemacht. Das sind alles so Punkte, die jetzt so in den letzten Monaten einfach nach oben gekommen sind. Und da hat jeder natürlich auch erstmal mit zu tun. Muss man Ja. da auch so sagen. Ne? Und du sagst ja Jugendliche. Und ich glaube, das ist genau das, wo das am ehesten wirkt, weil du dort gerade auch in so einem, weiß nicht, ich beschreibe das gerne in so einem Aufnahmeprozess bist. Du nimmst deine Umwelt auf wie so ein Schwamm und merkst plötzlich, dass das, was eigentlich so Vorgabe war, jetzt gar nicht mehr so richtig irgendwie da reinpasst. Und dann suchst du logischerweise auch einen Ausweg und ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gibt, die da ein richtiges Thema mit haben. Absolut. Wenn man merkt, dass man in einer verdrehten Gesellschaft, in einer verdrehten Welt lebt, du hast gerade einige Punkte aufgezählt. Ich würde auch noch einen ganz wichtigen Punkt Gesundheit noch dazu nehmen. Ja, dass uns bewusst wird, wie sauber ist das Wasser, was wir zu uns nehmen? Wie viel Leben ist noch in den Lebensmitteln drin, die wir zu uns nehmen? Das ist nur ein kleiner Bereich. Im Prinzip geht es darum, dass das, woran wir alle, ob jung oder alt, schon immer geglaubt haben, auf einen Prüfstand gestellt werden darf und verifiziert werden darf und dass man genau hinguckt, ist das, woran ich mein Leben lang geglaubt hat, stimmt es? Denn die Wahrheit führt zur Klarheit. Wahrheit ist ganz wichtig. Das ist ein oberstes Gebot bei uns. Und ist es dienlich? Tut das, woran ich glaube, tut es mir gut? Es ist so erstaunlich, und das habe ich gerade bei vielen Deutschen festgestellt. Wie du weißt, komme ich ursprünglich aus dem Ausland, obwohl ich Deutsch bin, dass ganz, ganz viele Deutsche auch ein Thema mit sich haben, mit sich und ihrer Vergangenheit. Glaubenssätze, die sie haben. Und das darf auch in die Heilung gebracht werden. Ja, das sind auch Themen, womit wir uns auch beschäftigen. Und um Veritas-Begleiter mit an Bord zu kommen, jeder ist herzlich willkommen. Wir bieten dazu ein Seminar an. Dieser Seminar geht über 2 Tage. Am ersten Tag berichte ich über Geschichtliches.
nicht dieses ganze Weltkriegsgedöns, ne? Da habe ich nichts mit zu tun, das ist nicht meins. Aber ich beleuchte die deutsche Geschichte durch meine Brille, durch meine Außenperspektive, was sehr, sehr, also jeder hat bislang gesagt, sensationell und interessant. Und am Ta zweiten Tag gehen wir in die Heilung rein. Da sprechen wir über Heilungsmethoden. Da geht es zum Beispiel um Gesprächstechniken. Da geht es um die Veränderung von Glaubenssätzen. Viele kennen mich vielleicht als Dolmetscherin. Ich bin aber auch ausgebildete psychologische Beraterin. Ich habe 2009 eine Abschlussarbeit geschrieben, psychologisches Change Management anhand einer Ernährungsumstellung. Die Arbeit wurde mit Cum Laude bewertet. Also ich habe mich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit dem Menschsein, mit der Psyche, mit der Gesundheit, mit alles, mit auch mit der Sprache. Ja, das gehört für mich alles, es gehört für mich alles zusammen beschäftigt. Und ich bin so dankbar, dass ich das, die ganzen Perlen der Weisheit, aus den vielen Ausbildungen, die ich habe, über 10 Ausbildungen, dass ich da wirklich die Diamanten raushole und anbiete. Und das machen wir am zweiten Tag. Und wenn wir dieses Seminar, da gibt es auch keine Prüfung bei dem Seminar. Ja? Es ist einfach nur wichtig, dass die Menschen, die Veritas-Begleiter, dieses Wissen haben. Es gibt zum Seminar noch die komplette Präsentation. Die Präsentation ist mittlerweile fast ein Buch geworden, ein Wissensschatz. Sie haben den Auftritt kostenfrei auf der Webseite. Die Webseite wird gepflegt und wir nehmen auch auf Wunsch ein Video auf, sodass Sie sich auf der Webseite vorstellen können. Und ja, ansonsten haben wir mit den Tätigkeiten zwischen Veritas-Begleiter und Hilfesuchenden haben wir auch überhaupt nichts zu tun. Das ist also sehr umfangreich, was du gerade gesagt hast. Also gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Auch den Ansatz, den du da verfolgst, sieht jetzt für mich so oder hat diesen ganzheitlichen Charakter. Und da möchte ich an der Stelle auch ganz klar noch was rausgeben. Das heißt, wir sind ja auch durch diese Zeiten hindurchgegangen. Ja, und dann hast du nur mal gucken, ja. Also irgendein Experte kommt da ja immer zu Wort, ja, der dann über irgendwelche kleinen Elemente da stundenlange Vorträge halten kann. Wir haben vor kurzem habe ich eine Aufnahme gehabt mit dem Bernhard und der hat auch schon gesagt, dass das deutsche Kollektiv gerade so eine Herz-OP bekommt, so irgendwie. Und ich finde diesen Vergleich sehr, sehr schön, ja, weil da kriegst du zwar im ersten Moment so Bilder wie OP-Tisch und Chirurgen und offenes Herz. Aber das ist nicht das, was wir da gemeint haben. Das, was wir gemeint haben, ist tatsächlich, dass das Kollektiv, ja, also auch das, die Gedankenwelt, die Gefühlswelt des deutschen Kollektivs, sage ich mal, momentan wirklich in einem Heilungsprozess drin ist. Und da wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr krass dran gearbeitet. Also auch wenn du das momentan siehst, ja, ich bin wirklich auch in dem Glauben aufgewachsen. Naja, wir haben da eine Regierung, da gibt es einen Ministerpräsidenten und da gibt es dies und da gibt es das und da gibt es jenes und die Welt war immer wunderbar, toll und einwandfrei und überhaupt, ne, dann gehst du arbeiten, machst dein Ding. Und über Weiteres hast du dir eigentlich nicht Gedanken gemacht, außer wo ist am nächsten Samstag Party und welche Diskothek hat offen, ja, so in der Art. Da war nicht mehr, ja, und so hochgeistige Themen, das waren wirklich sehr elitäre, nicht im Sinne von hochgestellt, sondern im Sinne von minimalste Gruppierungen, die das vielleicht damals in den 80ern oder 90ern schon angegangen sind, das Thema, weil da durfte ich mich mit Sicherheit nicht dazu zählen. Ich habe in mir drin schon immer so einen Impuls gehabt, auch mal dahin zu gucken. Das kann ich ohne mit Fug und Recht behaupten. Aber wenn du mir gesagt hättest in den 80ern oder 90ern, dass wir mal in so einer Zeit aufwachen, mit dem Nachrichtengehalt da draußen und mit der Realitätsverschiebung, so wie sie momentan am Wirken ist, hätte ich gesagt, das kannst du never ever. Ne? Geht gar nicht, also auf keinen Fall. Ja. Ich war in den 80ern auch lieber auf einer Tanzfläche als in der Bücherei. Ja, Ja, das oder? war einfach so. Und ich muss auch dazu sagen, wir wurden auch dahingehend bewogen. Ja, natürlich. Das kam ja, diese Einflüsse, die kamen ja von außen. Und noch was, Michael, die Lüge kommt von außen. Ja. Ja, die Lüge kommt von außen. Und du sagtest, du sprachst gerade eine Herz-OP an. Ja, es ist eine Herz-OP und ja, vielleicht tut es weh. Es tut zum Beispiel in einer Partnerschaft weh, wenn man merkt, dass der eine Partner den anderen betrogen hat. Es tut weh, aber trotzdem ist es wichtig, da mal hinzuschauen und dann einen Weg zu finden, egal in welche Richtung.
Ja, hinzusehen und dieses Hinschauen und Verarbeiten, das geht stets mit einem inneren Wachstum einher. Ja, dass wir zu unserer inneren Stärke finden. Und nochmal dieser Vergleich aus dem Ausland. Der Deutsche heute ist wirklich ein Schatten seines einzigen Selbst. Es ist so wichtig, dass der Deutsche sich bewusst ist, wer oder sie wirklich ist. Ich sehe so viel Wundervolles im Deutschen. Ich sehe so viel Wundervolles. Ich habe im letzten Vortrag gesagt, wenn ich Deutsch spreche, habe ich das Gefühl, ich rede mit einer schönen Frau, die gar nicht mitkriegt, wie schön sie ist. Ich kann reden und reden, sie rafft es einfach nicht. Aber ich denke, dass diese wunderschöne Frau es eines Tages merken wird und auch gut damit umgehen wird. Und wir sind auf dem Weg. Ja, ganz sicher. Ja, also ich habe gerade vor kurzem auch Deutsch und Deuten hat was miteinander zu tun. Ja, diese Sprache hat einen wie soll man fast so sagen, also du hast die extremste Möglichkeit, etwas sehr zu präzisieren. Ja, das ist das, was mit Deutsch tatsächlich stattfinden kann. Das gelingt dir schon alleine, wenn du in dieser Sprache aufwächst. Ja, also das kommt von ganz allein. Das ist also nicht etwas, was du lernst, sondern das bringt diese Sprache, die Muttersprache, schon ein Stück weit mit. Ja, ich habe schon Sachen gesehen, die könntest du gar nicht in eine Form bringen, würdest du es nicht mit Deutsch irgendwie beschreiben. Oder auch hochgeistige, hochspirituelle Themen, das sind auf Deutsch einfach in einer völlig anderen Form darstellbar als in jeder anderen Sprache. Ich meine, ich bin jetzt nicht zu vermessen und sage, es ist das Nonplusultra. Es ist einfach nur, dass man sieht, dass in dieser Sprache einfach diese Möglichkeiten gegeben sind. Ja, und das ist auch sehr spannend, dass das gegeben ist. Ja, also Sprache ist sowieso ein sehr, sehr interessantes Thema. Ist ja auch etwas, mit dem ich mich immer wieder mal beschäftige und gehe da ein bisschen einen anderen Weg. Aber der Punkt, um den es mir geht, ist einfach, dass allein durch die Zusammensetzung der verschiedenen Wörter, durch die Art, wie diese Sprache funktioniert, einfach das Unmöglichste in Worte gefasst werden kann. Das ist das, was da mitkommt, so finde ich also so in der Form. Deutsch ist die vierte Sprache, die ich gelernt habe. Und Deutsch ist wirklich meine Lieblingssprache, weil ich die Tiefe dahinter mittlerweile erkennen kann. Nicht nur durch meine vielen Jahre lange Tätigkeit als Übersetzerin und Dolmetscherin. Nein, ich spüre heute und ich weiß heute, dass Deutsch noch viel mehr ist. Deutsch ist für mich mittlerweile eine metaphysische Sprache. Wenn nicht die metaphysische Sprache. Und Deutsch hat so eine wunderschöne Schöpferkraft. Du hast es gesagt, es ist präzise. Man drückt Sachen aus. Es gibt teilweise Worte in Deutsch, die gibt es in anderen Sprachen nicht. Einer meiner Lieblingswörter in Deutsch ist Gründlichkeit. Ich liebe dieses Wort. Ich liebe es. In Englisch nicht mit einem Wort zu übersetzen. Gründlichkeit geht für mich in die Breite, aber auch in die Tiefe. Es ist ein herrliches, ich spüre auch etwas dabei. Ich fühle dieses Wort, ja. Und da gibt es einige Wörter. Also Deutsch ist etwas ganz, ganz Wichtiges und diese Sprache darf in die Heilung gebracht werden. Die deutsche Sprache ist auch ein Teil von der Veritas Begleiter, von dem Seminar. Allerdings ist dieses Thema so wertvoll für mich, dass ich daraus jetzt resultierend Vorträge entwickelt habe. Vorträge gehen über 2, 3 Stunden und auch Seminare, also Ganztagsseminare. Und diese Seminare, die haben so eine Magie an sich. Also nach 8 Stunden will keiner aufstehen, weil wir diesen Geist, dieses Deutschtum so sehr genießen. Und das darf ins Bewusstsein gebracht werden. Aber wir haben da noch einiges vor. Ich freue mich auf 2024 übrigens. Ich auch. Ich freue mich auf dieses Jahr. Bei 23 hatte ich irgendwie so ein Gefühl, mal gucken. Aber du, 24 kann kommen. Ja, das ist immer das größte Türchen im Adventskalender. Ich sag's mal so. Ja, durchaus. Ja, also auch mir, ich habe auch so ich weiß nicht, so energetisch irgendwie so in mir drin, denke ich auch, so 24 geht das alles erstmal los, so richtig. Ja, also da wird vielleicht so eine, weiß nicht,
ist so ein Gefühl einfach, dass vielleicht wir auch mit unseren Themen noch mehr gehört werden. Weißt du, so in der Art. Das spielt sich gerade so ab in meinen Gedanken. Ich Ja. wollte nur noch mal zurück zu dieser Veritas-Geschichte. Du sagst 200% Suizid, ja, gestiegen. Das sind jetzt Zahlen, nehme ich an, die entnimmst du einer Statistik oder die kommen irgendwo her, wo du sagst, naja, dort ist ein Portal, wo das irgendwo steht, wo man das nachlesen kann. Mainstream und ich glaube, es war die KKH. Ich habe es mir aufgeschrieben. Okay, also nichts jetzt irgendwo. Ich meine, man könnte das wirklich auch mal genauer überprüfen, ob da, Aus dem Radio. ja, oder Radio, Ja. genau. Also Also, Mainstream, ich kann das gerne auch noch mal ausfindig machen, alles gut. Was wenn ich mich jetzt mich daran interessieren erinnere. würde, ist, hast du tatsächlich mit solchen Fällen Kontakt gehabt oder hat die Veritas-Begleitung Kontakt mit solchen Fällen bekommen? Wie ist das angekommen? Haben sich Menschen tatsächlich gemeldet, die in solchen, ich sag mal, Situationen in ihrem Leben gefangen waren, keinen Ausweg mehr gesehen haben? Also ich, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich kann mich daran erinnern, da hatten wir ein Veritas-Begleiterseminar in München und haben eine Anfrage bekommen, damals von einer Frau. Ihr Mann war sehr krank und musste ins Krankenhaus, aber damals war noch diese Nummer mit dem Impfen. Naja. Und sie wollte nicht, dass er geimpft wird und hat sich an uns gewandt. Und wir hatten in der Veritas-Begleitergruppe hatten wir eine Heilpraktikerin, die auch noch bei der Dame in der Nähe wohnte. Und die konnten miteinander Kontakt aufnehmen. Was daraus geworden ist, ich bin mir sicher, dass sie etwa eine gute Lösung gefunden haben. Aber das war zum Beispiel ein Thema. Vieles kommt jetzt hoch mit der Impfung, Micha. Ich merke es hier bei uns im Fitnessstudio. Ja, jemand, der jeden Tag Sport treibt, achtet auf seinen Körper und spürt, der ernährt sich vernünftig und tut vieles für seinen Körper, füttert Vitamine nach und Mineralstoffe und so weiter und so fort. Und wenn solch ein Mensch, ein Sportler, merkt, dass der Körper nicht mehr so funktioniert wie vorher, das Herz macht nicht mehr mit, der kann, was weiß ich, nicht mehr so schnell laufen oder das kann nicht mehr diese Gewichte heben, wie auch immer. Es ist halt, was meinst du, was da für Gespräche stattfinden? Und ja, Oliver und ich, wir nehmen dann schon, nicht direkt, aber du, weil es dich mal interessiert, hier und da, ne, könnt ihr Hilfe oder könnt ihr eure Fragen beantwortet bekommen. Denn viele sind verunsichert, die wissen gar nicht, was los ist. Ja, Ja, also als das triffst du Beispiel. gerade allen Ecken. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht so richtig rein in Nachrichten, die ich in den Dings, aber was du so hörst, ist ja, dass Menschen, die krank werden, erstmal nicht mehr gesund werden. Das ist mal das erste komische Ding. Ja, das zweite ist, dass die, ich weiß gar nicht, irgendwie jetzt einen Bogen um dieses Pieksen gemacht haben, irgendwie gar nichts haben. Ja, also da ist irgendwo komischerweise auch eine sehr komische Entwicklung drinne. Und ja, also wenn du im Mainstream tatsächlich Meldungen kriegst, nach dem Motto, wir sind jetzt wieder dabei, dass telefonisch die Krankmeldung durchgegeben werden kann, dann kannst du dir so ein bisschen vorstellen, was in den Arztpraxen gerade los ist. Und also auch da, ja, ich denke, dass dem einen oder anderen vielleicht jetzt auch klar wird, dass das, was er da gemacht hat, vielleicht nicht so von Vorteil war und das eben in Form von Symptomen oder in Form von Krankheit in irgendeiner Form eben spürt. Und ich nehme mal an, dass das auch ein Thema ist, was dann bei euch so ein bisschen damit reinspielt, dass sich dann Menschen irgendwo auch ein Stück weit an euch wenden und fragen, wie, was, wo. Gibt es jetzt auch die unterschiedlichsten Konzepte, ja, mit Ausleitung und so weiter. Ich habe lange an etwas für mich auch so ein bisschen. Weil gerade wenn du in Telegram unterwegs bist, hast du mit vielen, vielen, vielen Themen zu tun. Und da gab es das Thema Graphenoxid, es gibt die Morgellons, es gibt alles Mögliche, was da draußen in irgendeiner Form ja, plötzlich zutage tritt. Und das kommt ja aus dem Bereich der Dunkelfeldmikroskopie, die dann gesagt haben, da gibt es Sachen, da wissen wir noch gar nicht, was das ist. Ja, wir stellen zwar fest, da ist was, aber wir sehen, wir können es nicht herleiten in irgendeiner Form. Also Das gerade. war ja so interessant, Entschuldigung, dass ich da reingehe. Das war so interessant auf der letzten Volition. Ja, das war so faszinierend. Da sind Menschen hingegangen, haben Blutproben abgegeben und haben dann feststellen können, was da überhaupt los ist. Das ist so faszinierend. Das sollte wirklich jeder mal machen, Ja, egal einfach mal wie gucken, gesund genau. man ist. Ja, ich weiß, diese liebe Merle hat noch gesagt, ich glaube, fast bei jedem ist Aluminium mit drin.
ohne, auch wenn wir ganz, ganz gesund leben, allein durch die Luft, diese Umwelteinflüsse. Und, aber das Gute ist, also da kann man was tun. Ja, klar kannst du was tun. Na, Tun kannst das du ja ist. immer was. Das ist ja genau der Punkt. Ja? Deswegen haben wir das ja auch drin gehabt, dass erstmal auch so für dich so der Wachmacher, ja, so ein Stück weit, hey, Moment mal, also du kannst ja auch ganz bestimmte Sachen in dem Bereich dann auch über den Weg ein Stück weit erklären, weil jeder Stoff ja ein Stück weit eine Wirkung hat. Ich habe das mit dem Graphenoxid tatsächlich an einem Blutbild sehen dürfen. Da denkst du, Moment mal, das siehst du auch sofort, ja. Also wenn du diesen Blutstropfen da anguckst, ja, dann plötzlich dieser Streifen da drin ist irgendwo, wo du dann sagst, was ist das? Und dann sagte Katrin zu mir, das ist das Graphenoxid, das sieht so aus. Und ja, die Verbindung dann, ja, wo du dann Bilder siehst, wo die diese schlauchartig das da aus der Blutvene ziehen, wo ich dann denke, das kann doch alles nicht wahr sein, aber das ist eine Realität. Das muss man an der an der Stelle ganz klar sagen. Und Gott sei Dank gibt es auch diese Methode, denn So ist ein es. Und ich glaube, Freund da ist von auch uns. etwas. Da ist auch etwas, wo ihr da ein Stück weit auch mit dieser Begleitung dann auch eingrätscht und sagt, da gibt es Möglichkeiten. Ich denke, ihr seid auch gut vernetzt in dem Bereich, um zu wissen, eben da und da. Und das ist auch der Sinn dieses Portals, nehme ich an, oder? Auf jeden Fall, wie gesagt, ganzheitlich die Menschen abzuholen, ob es auf der gesundheitlichen Ebene ist oder auf der psychischen Ebene. Vielleicht kann, darf ich noch ergänzen, am zweiten Tag des Veritas-Begleiterseminars lernen wir auch Gesprächstechniken kennen. Wir lernen auch viel über Glaubenssätze. Ich habe ein Datenblätter ausgearbeitet, sodass man an eigenen Glaubenssätzen selber rangehen kann. Ich bin der Meinung, wenn es einen Hungernden gibt, gib ihm keinen Fisch, gib ihm eine Angel. Ja, das ist so das Prinzip, nachdem wir und das Ganze hier aufgebaut haben, also die Menschen in die Eigenständigkeit zu bringen, dass sie auch eigenständig handeln können und nicht nur anderen helfen können, sondern auch sich selbst. Ja, ich denke, dass jeder von uns in die Heilung gehen kann. Und dieses Wort Heilung finde ich auch so interessant. Du hast vorhin das Wort gesund erwähnt. Jetzt sind wir mal wieder kurz bei der Sprache. Bei mir im Kanal aufgetischt zum Aufwachen, Doppelpunkt verlorene Wörter, hat mal einer überprüft. Das Wort gesund wird vom Universum nicht verstanden. Ja. Es geht nicht in Resonanz, sondern was verstanden wird, ist das Wort Heil. Ja. Deswegen heilig. Heilig, Heilung. Ja, wir sollten das ruhig mal sagen. Das Heil. eins nicht vergessen, also auch da gibt es einen sehr interessanten Zusammenhang. Also die Heilung selbst, der Ausdruck, hat nicht den Ursprung in der Medizin. Ja, das ist ganz wichtig, dass man das für sich auch. Und es ist auch gerade im juristischen Bereich etwas, wo der Schadenfall oder was auch immer, das wird juristisch tatsächlich als das wird geheilt angesehen. Und das ist ja ein Ausdruck, der über Sprache, über Rechtsprechung im Prinzip versucht, dann den Heilszustand wieder herzustellen. Das ist der Sinn eines Prozesses. Da soll was geheilt werden. Ja, also da schwingt dieser Ausdruck immer mit. Ja, also das hat was mit der Sprache zu tun. Ja. Dysfunktionalität, die zu einer Krankheit führt, die entsteht ja erstmal im geistigen, kognitiven oder im gefühlsmäßigen Bereich und drückt sich dann durch den Körper aus. Genau. Ja, und wenn man da rangeht, an diesen Bereich und da anfängt zu heilen, dann heilt sich auch der Körper. Ich weiß das aus sicherer Quelle, weil habe mich selbst von zwei Brusttumoren befreit. Ich hatte einmal rechts einen Tumor, das ist jetzt 2006 gewesen. Und habe den rausoperieren lassen. 2008 kam der wieder und habe ich gedacht, Schnauze voll, habe ich keinen Bock drauf, das muss jetzt irgendwie anders weggehen und bin dann zu einer Kinesiologin, habe dann den wahren Grund herausgefunden. Es war ein Vaterthema und ich dachte, och, ich hätte schon alles durch. Ne? Ich dachte, mit all dem, was ich schon gemacht habe, ich habe meinen Vater als Kind sehr vermisst durch die Scheidung. Wir waren ein Herz und eine Seele und die Trennung. Das war noch nicht ganz geheilt. Und als ich anfing, meine Gedanken zu verändern, als ich anfing, das, was mein Vater damals auch durchlebt hat, anders zu sehen aus den Augen der Erwachsenen, ging das Ding weg. Es ging weg. Und ein paar Jahre später hatte ich dann links einen Tumor, war ein Mutterthema. Da bin ich auch nochmal reingegangen, habe meine Glaubenssätze, so wie ich gedacht habe. Als Kind hat man einige Eindrücke und die manifestieren sich und die trägt man dann ein Leben lang mit.
Ja, und als Kind deutet man die Welt durch die Augen eines Kindes. Und das entspricht ja nicht dem Erwachsenen-Dasein. Bin dann wieder hin, das umgedeutet, in die Heilung gebracht, aber bis aufs Bodenblech, ne? Also richtig, da darf man ganz ehrlich mit sich sein, bis aufs Bodenblech gehalten. Und das Ding ist auch weggegangen. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns durch Sprache, durch eine Gedankenhygiene, durch veränderte Glaubenssätze, dass wir uns auch selbst heilen können. Na, da bin ich schon lange überzeugt von. Das sind einfach ja, eben auch Dinge, ich sage ja, weil wir machen oft auch den Fehler, und das ist, glaube ich, auch das Problem, wo wir uns gerade befinden, dass wir diese ganzen normierten Prozesse, dieses ganze Genormte, ja, wo wir im Deutschen so einen Hang dazu haben, ja. Ja, die Norm ist, glaube ich, eine Erfindung, die kommt aus Deutschland, ja, und das auch, wie soll ich sagen, durch dieses präzise Ausdrücken, ja, sind wir natürlich auch in der Lage, eine präzise Regulierung zu formulieren, ja, und das merken dabei aber auch gar nicht, dass wir damit uns selbst ein Stück weit ja, so ein bisschen auch selbst die Freiheit wegregulieren. Das darf man an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Eine Normalität, ja, wo auch die Norm drin steckt. Weiß nicht, das war jetzt auch auf der Volition bei mir so ein Thema, weil ich diesen Ausdruck des Rhythmus dort drin hatte und einfach auch dort festgestellt habe, dass Rhythmus überhaupt nichts mit Takt zu tun hat. Ja, Rhythmus ist nicht gleich diese Viervierteltaktung. Ja, das ist das Gegenteil von Rhythmus. Das ist Metrum, das ist Metrik und metrisches System. Und genau diese metrischen Elemente, die, wenn man das genau anguckt, dann siehst du, dass das viel, viel tiefgreifender in der Gesellschaft verankert ist, als du das vielleicht selbst irgendwie erfassen kannst. Das fängt ja schon damit an, dass du eine Uhr hast. Das fängt damit an, dass du deinen Tag stundenweise durchplanst. Ja? Das fängt damit an, dass du nach Arbeitszeit bezahlt wirst. Es fängt damit an, dass du feststehende Urlaubszeiten hast im Jahr. Es wird dir klar gemacht, du hast von Samstag bis Sonntag eben 2 Tage erstmal nichts zu tun. Es ist alles metrisches System und alles Metrik und hat nichts mit Rhythmus zu tun. Und ich möchte über die gesundheitlichen Aspekte dieses ganzen Tuns, was wir da machen, gar nicht so tief rein, aber allein die Tatsache, dass du immer etwas tust, was gegen deinen Rhythmus ist, ja, indem du sagst, ich muss es metrisch behandeln, dein Verstand kommt und sagt rational, das muss so ablaufen, so, 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 dann schadest du dir letztendlich, weil es dein eigenes rhythmisches Fließen unterbindet. Ja, also ich habe gerade, ich stelle die Frage immer, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wer von euch hat Lust, sich mittags einfach mal eine halbe Stunde hinzulegen, ja, wo der Körper sich meldet, etwas in dir sich bemerkbar macht. Also ich habe manchmal den Zustand, da kommt das so heftig auf mich zu, diese Müdigkeit mittags, da kann ich mich gar nicht dagegen wehren. Ja, also dann nehme ich mir diese 20 Minuten oder auch nur 10 Minuten, die hätte ich dann gerne und die hole ich mir dann auch, weil ich einfach denke, ja, das ist genau das, was mein Körper gerade will. Ergo tue ich das, aber in einem genormten Leben, wo vorgeschriebene Mittagspausen vorhanden sind, nur als Beispiel jetzt, rein mal symbolisch, ist das nicht möglich. Dann kannst du nicht in deiner Akausalität dich verhalten, sondern du musst ja etwas tun, was gegen dich gerichtet ist, sondern du überspringst mit deinem Verstand deinen eigenen Zustand. Und das ist genau das, was auf lange Sicht mit Sicherheit nicht sehr heilend wirkt. Ich sag das mal so. Bin ganz komplett bei dir. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel auch anders. Da macht man Siesta. Ja. Ja, da macht man Siesta. Und das ist auch etwas, was von außen uns aufgepfropft wurde. Und weißt du, wenn wir uns dafür entscheiden, dass es dann doch gut ist, mal mittags ein Nickerchen zu machen, dann sollten wir das auch tun. Um das zu tun zu können, dürfen wir uns das auch erstmal selbst erlauben. Ja, genau. Und Ja, erlaube ich es mir, genau, da kommt man mittags dann wieder in mal. dieses hierarchische Prinzip rein, ja, weil du bist ja an deiner Arbeitsstelle und das, oh, sagt mein Vorgesetzter, oh. Genau das ist das, ja. Und in dieser Gesellschaftsform befinden wir uns. Das hat man uns jetzt ja auch immer wieder erklärt, deutschen Tugenden, Fleiß, ja, all das ist da drin. Tut mir leid, aber das hat zwar ein Stück weit jetzt bei mir auch so gewirkt. Ja, also ich gab auch Momente, wo ich gesagt habe, nee, das muss jetzt fertig werden. Und dann bist du noch mal 2 Stunden in der Firma geblieben und. Aber Tugend ist das nicht. Ja, Tugend Aber ist. weißt du was? Weißt du was, was da bei diesen Tugenden fehlt, ist die Großherzigkeit Das des kommt Deutschen. dazu. Die Die gibt es Hilfsbereitschaft, nämlich. das Die gibt Miteinander, all es. das hat man nie als deutsche Tugend irgendwie mir erklärt. Das ist dann etwas, was du dann
Das hast du gerade im Fußball hast du das oft gehört, wenn dann die Nationalmannschaften, jetzt kommt die deutsche Tugend wieder, dieses Kämpfen bis zum Schluss, ja, da wurde das so kriegerisch dann wieder hochgehalten, wo du dann gesagt hast, jo, ne, okay, das war natürlich cool, wenn du den Titel gewonnen hast, dann hast du natürlich gesagt, ja, okay, aber das sind keine Tugenden. Was, keine Tugenden? Das sind keine Tugenden. Tugend bedeutet für mich erstmal, dass es etwas ist, was vom Herzen in den Ausdruck gebracht wird. Und wenn du Fleiß hast, ja, dann ist das mit Sicherheit etwas, was dazugehört, aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich habe so viele Berichte gelesen über die Hilfsbereitschaft der Deutschen früher. Ich habe also meine Wurzeln gehen so ein bisschen runter zu den Donauschwaben. Ein Teil meiner Familie kommt von dort. Und ich hatte in 2000, wann war das? 2009, tatsächlich die Gelegenheit, mal diesen Ort zu besuchen. Das ist in der Nähe von Belgrad gewesen. Dort gab es dann die Ecke des Banats auf dem Balkan. Dort sind ganz, ganz viele Deutsche 16. 17. Jahrhundert ausgewandert. Und ich war wirklich dort mal vor Ort und habe auch dieses Geburtshaus meines Großvaters mal besucht und bin da hingefahren. Und dort hat sich etwas abgespielt, das war wirklich krass, weil ich hatte jemanden dabei auf dem Balkan, Übersetzer, ja, also jemand aus Serbien war dabei. Wir haben uns wunderbar gut verstanden. Das ist jetzt auch etwas, was eigentlich gar nicht geht, ja, weil es ist ein orthodoxer Glaube. Hier ist ja der katholische, evangelische Glauben und so weiter. Und dann kommst du da runter in dieses Serbien, wo eben das Orthodoxe, das Katholische und auch das Deutsche sich in diesem Ort noch irgendwie so gefangen hat, ja. Und dann sind wir in eine katholische Kirche reingegangen und haben dort nach den Also habe ich nach meinen Ahnen dort gefragt, ob dort irgendwie was verzeichnet wäre. Jetzt ist mein Kollege da aber gar nicht über dieses Bodensiegel drüber gegangen. Der konnte da gar nicht rein. Und die da unten waren, die konnten überhaupt nicht verstehen, wie jemand aus Deutschland mit einem Serben dort auftauchen kann. Ja, also das war wirklich der Hammer. Also wirklich so eine Stunde lang hat das gedauert, bis ich das irgendwie geklärt hatte. Und wir wurden dann zu dem Pfarrer noch in dieses Zimmer hinten reingebracht, wo wir uns dann auch mal mit einem ja, Dorfansässigen unterhalten haben, der uns da noch eingeladen hat, ein Kroate, der uns noch eingeladen hat, dort noch zu Mittag zu essen, bei ihm privat zu Hause, und lauter so Sachen sind da abgelaufen. Aber du hast einfach gemerkt, das sind so viele Gräben zu überwinden erstmal, um überhaupt an die Information ranzukommen. Und das ging nur mit der Herzkraft. Und die beiden, die gesehen haben, die zwei verstehen sich jetzt richtig gut, dann ist das wohl auch okay, wenn wir mit den beiden da sprechen. Ja, also Hammer. Wirklich der Hammer. Und die haben mir da unten gesagt, als ich dort war, als wir also 2 Stunden noch gesessen sind, eins Liebowitz nach dem anderen da rein, ne, war ja auch schick. herrlichen Abend gehabt. Aber die haben auch gesagt, an dem Tag, wo das Deutsche dort verschwunden ist, ja, hat nichts mehr funktioniert. Ganz, ganz komischer Satz gewesen. Ich bin erstmal da gesessen und konnte das gar nicht so richtig einordnen, was die gemeint haben. Es waren die Es anderen ist kein Leute. komischer, es ist ein tiefgründiger Satz. Ja, Da steckt viel dahinter. der hat nicht gemeint, ja, jetzt hat die Technik nicht mehr geklappt oder die Lieferwege haben nicht mehr geklappt oder die Felder wurden nicht mehr bestellt. Das ist nicht das, was der gemeint hat. Der hat gemeint, dass der Umgang miteinander, das ganze Gefüge da unten, ja, was ich so gefunden hatte über 150, 200 Jahre, das hat nicht mehr funktioniert. Das ist das, was er gemeint hatte. Das hat aber lang gedauert, bis es bei mir irgendwie auch so ein bisschen klar geworden ist. Weil im ersten Moment nimmst du ja mal das, was da gesagt wird, ja. Und ich glaube einfach, dass das auch diese Kraft ist, die in dem Deutschen drinsteckt, ja. Also nicht jetzt im Deutschen selbst, sondern auch in der Sprache drinsteckt, dass du tatsächlich die Dinge verbinden kannst. Dass das etwas ist, was tatsächlich in irgendeiner Form so ineinander greift, ja. Und das Deutsche ereignet sich dafür eigentlich hervorragend. Das eignet sich mir als hervorragend. Da steckt auch sehr viel Herzkraft in dieser Sprache drin. Und eine der Lieblingsjahrhunderte bei den Deutschen sind für mich so 17. bis 18. Jahrhundert, als die Deutschen diese ganzen Errungenschaften gebracht haben. Ich finde es so faszinierend, wenn wir uns die Erde mal so vorstellen, ja, das ist die Erdkugel, dann ist Deutschland so groß, ja, wie mein Daumennagel. Es ist faszinierend, dass aus diesem kleinen Land oder Dachtum, deutschsprachige Länder, dass da so viele großartige humanistische Errungenschaften, ich rede jetzt nicht über Kriegsgedöns, sondern die Homöopathie, Buchdruckkunst im Bereich Motorentechnik und so weiter und so fort. Das kommt alles aus Deutschland oder aus einem deutschsprachigen Land. Und dann ist das irgendwie weggegangen. Da kam irgendwie, ich sag mal, Bletchley Park als Synonym.
Und das ganze System, was wir heute da haben, was mir fehlt, ist der humanistische Ansatz. Der Mensch fehlt. Es geht nur ums Funktionieren, Funktionieren, Funktionieren. Und Wenn wir auf die nur Erde als das. ein, wenn wir die Erde als eine, sagen wir mal, als einen Organismus betrachten würden, und ein Organismus etwas ist, was lebt, dann ist dein Herz fast das kleinste Organ, was den ganzen Organismus am Leben hält. Und es ist Und auch irgendwo in der Mitte. wunderschön. Wunderschön. Und ich möchte gerne noch auf einen Punkt eingehen. Du hast vorhin das Wort Herzkraft erwähnt in Zusammenhang mit verschiedenen Nationalitäten und Kulturen. Michael, so geht's. Das ist der Weg. Ich weiß es. Ich komme aus einer Familie. Wir sprechen 6 Sprachen. Da sind alle Nationen dieser Welt, also alle Kontinente dieser Welt drin, außer der Antarktis. Wenn wir nicht, wir treffen uns bei Hochzeiten zum Beispiel, da sind auch alle Religionen dabei. Wenn wir nicht aus dem Herzen bedingungslos und mit einer Toleranz, einer Akzeptanz miteinander umgingen, würde das gar nicht funktionieren. Ich meine, das ist die Geburtsstätte für Philanthropen und das ist auch ein Herzkraft, ist ein Zauberweg für die Zukunft, wie wir auch auf dieser Erde miteinander harmonieren können und Das zusammenleben heißt können. nicht, dass du alles mit dir machen lassen musst. Nein, überhaupt gar nicht. Das bedeutet das nicht. Ja, man kann auch Nein in Liebe sagen, man kann hart in der Sache sein, aber weich zu Menschen. Ja, das dürfen wir lernen. Und ich glaube, ganz besonders Deutschland, die Deutschen, das Deutschtum darf lernen, Nein zu sagen. Hallo? Es wird jetzt Zeit, mal zu gucken, passt das für mich in mein Leben oder nicht? Und das nicht mehr alles so, ja, einfach so hinzunehmen. Ach Mensch, du, sag mal, wann ist denn die nächste Volition? Ich freue mich schon drauf. Ja, das ist vom 12. bis 14. April wieder in Mühlhausen. Wir werden es dort nochmal machen. Wieder eine Und, 14, 14, wieder 14. April. ja, haben wir es wieder. Ja, ja, ich habe diesmal aber bewusst geschaut, ob das. Es liegt aber günstig mit den 14 Tagen nach Ostern. Okay, oh ja, yeah, gut. Ja, also 14 Tage nach Ostern am 14.04. 2024. Und ja, du bist wieder mit dabei, das hast du auch schon angekündigt. Wolltest auch wieder den letzten Referentenplatz haben. Ja, also ich sag mal so, wer da bis zum Schluss bleibt, den interessiert wirklich die Sprache. Das sehe ich aber Und so. da habe ich richtig Lust zu. Ich gebe da wirklich wieder mein Herz in diesen Vortrag und freue mich auf die Leute, die da kommen, die Menschen, die da kommen. Wird mit Sicherheit gut. Es war ja jetzt nicht schlecht besucht am Schluss. Es war jetzt, ja, ich meine, du darfst auch nicht vergessen, wir hatten ja diese extremsten Witterungsbedingungen dort und da wollte der ein oder andere halt auch früher fahren. Kann man alles nachvollziehen, zumal ja jeder weiß, das Ding wird aufgezeichnet, weil die sehen dich schon noch, ne? Das Allerwichtigste für mich war unter anderem, also erstmal hat der letzte Vortrag mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich hatte die Möglichkeit, das war der erste Advent, weiß ich noch, den Adventskalender von den verlorenen Wörtern zu präsentieren. Und der geht noch bis zum 24. Dezember. Und wer Lust hat, wir haben sogar noch die Ode an Schiller mit dabei. Es geht ja darum, ins Deutschtum, in dieses Gefühl von Deutschtum oder Dachtum zu gelangen. Und ein Flashmob zur Ode von Schiller. Also das ist richtig, Würdest du richtig jetzt klasse. Flashmob auf Deutsch übersetzen? Ich weiß, ein Gruppentanz. Spontaner Gruppentanz. Ich weiß es Ein auch Blitz, nicht. ein Blitztanz. Ein Blitz, oh je, oh je, oh je, ein Herzenstanz. Und wer Lust hat, schaut da gerne mal rein bei dem Kalender. Das wird mit ganz, ganz viel Herz gemacht worden. Und darf ich noch ganz kurz was zum Thema Dachtum sagen? Eine Frau aus Südtirol, sie sagte, sie schrieb mich an, nachdem ich da war, beim Vortrag war und sagte, Nancy, wir hier in Südtirol, wir fühlen uns so ein bisschen verlassen. Wir wissen nicht, gehören wir zu den Deutschen oder zu den Italienern? Wir fühlen uns so ein bisschen verlassen. Und sie sagte das Wort Dachtum. Dach besteht aus D für Deutschland, A für Österreich und CH, Confederatio Helvetica, für die Schweiz.
da fühlt sie sich gut aufgehoben. Ich dachte, oh Gott, wollen wir da noch Südtirol dann noch irgendwie mit einbauen? Also Sie sagte DAX. nein. Sie sagte nein. Sie sagte, da steckt ja das Wort Dach drin. Also Dach. Und wir Deutschsprachigen sind dann alle unter einem Dach. Und das fand ich schön. Das fand ich richtig, richtig schön. Also alle Deutschsprachigen gehören zum Dachtum. Na dann. Nancy, für alle, die dich jetzt gerade erst kennenlernen, ich verlinke deinen Telegram-Kanal. Homepage kannst du mir auch den Link schicken, würde ich gerne drunter hängen. Und lade das Ding dann gleich auf YouTube hoch. Und ich darf an der Stelle erstmal Danke sagen. Erstens A, für die Zeit, die du hier mit investiert hast. Ich weiß, du steckst so in den Vorbereitungen für eine Präsentation. Das war am Sonntag mehr so eine. Meins gestern. Aber gestern, ja, genau, aber dafür war es wirklich hervorragend, das Gespräch, möchte ich mal ganz klar sagen. Ich danke, danke, danke. Ja, Ganz, und ganz. zweitens, jetzt an dieser Stelle darf man es, glaube ich, auch sagen: Frohe Weihnachten allen, die zugeschaut haben, Ja. und habt eine gute Schöne Zeit. Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und Genau, ich dann bin sehen wir uns am 2024. 27. bis 29. noch aktiv. Ich werde zwischen den Jahren noch eine Vortragsreihe über die Bühne bringen, und verlinke ich auch nochmal drunter. Und wer Lust hat, dann sehen wir uns zwischen den Jahren. Bis dahin. Perfekt. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss.